Wenn die Pest also in eine Stadt einbrach, dann kam es zunächst zu einer großen Angst in der Bevölkerung. Und diese Angst, die entlud sich dann im 14. Jahrhundert teilweise in einem sehr irrationalen Verhalten. Wenn man von Todesangst betroffen ist, dann macht man manchmal Dinge, die nicht mehr so ganz logisch nachzuvollziehen sind. Und eines der ganz seltsamen Phänomene dieser großen Pest von 1348, das waren die sogenannten Geißler. Was sind Geißler? Eine Geißel ist eine Peitsche, in die vorne scharfe Metallstücke eingeflochten sind. Man nennt sie in Lateinisch Flagellum. Und mit solch einer Peitsche wurde zum Beispiel Jesus schon ausgepeitscht. Er wurde gegeißelt. Das steht in Markus 15, Vers 15. Eine Foltermethode, also eigentlich, an der man nicht stirbt, aber die einem halt das Fleisch aufreißt, so dass man ganz stark blutet. Ab dem 8. Jahrhundert gibt es Berichte, dass Mönche anfingen, sich selbst zu geißeln. Weswegen macht man das als ein hingebungsvoller Christ, um sich vielleicht mit dem Leiden von Jesus irgendwie eins zu machen. Jesus wurde gegeißelt, also geißel ich mich auch. Dann habe ich ungefähr die gleichen Schmerzen wie Jesus und dann bin ich ihm irgendwie selber ganz nah. Im privaten Gebet. Das waren also Privatgeißlungen in der eigenen stillen Zeit, im stillen Kämmerlein, einfach um sich Jesus näher zu sein. Ab 1260, also ungefähr so 100 Jahre vor der Pest, tauchte dann in Italien zum ersten Mal so ein Phänomen auf, dass sich solche Geißler in die Öffentlichkeit begaben und als Gruppe auftraten und eine Prozession machten, bei der sie so durchs Dorf und durch die Stadt zogen und sich dabei geißelten, sodass alle Leute es sehen sollten, wie sehr sie sich selbst verletzten. Flagellanten nannte man die nach diesem lateinischen Begriff Flagellum von der Geißel. Und diese Flagellantenprozessionen oder Geißler, wie wir in Deutsch sagen, die wurden dann 1348 bei der Pest zu einem häufigen Phänomen. Weswegen machte man solch eine Prozession? Es sollte der Versuch sein, Gott zu zeigen, wie ernst man es mit der eigenen Buße meint, was man sich selbst für Schmerzen zufügt, als Zeichen eines Ausdrucks von ganz tiefer Buße. Und mit dieser Buße sollte versucht werden, Gott zu erweichen, dass er doch die Pest zurückhält von einer Stadt oder von einer Gegend. Diese Geißlerprozessionen, die wurden dann in dieser Pestzeit ganz klar organisiert. Es gab ein eindeutiges Schema, wie so etwas ablaufen musste. Man konnte sich freiwillig melden, um bei solch einer Geißlerprozession mitzumachen. Diese Geißlerprozession dauerte genau 33,5 Tage, weil man annahm, dass Jesus 33,5 Jahre gelebt hätte. Und nach diesen 33,5 Tagen, wo man durch verschiedene Städte prozessierte, ging man dann wieder zurück in seinen alten Beruf und dann war es vorbei. Also es war eine Art Geißler auf Zeit, war man so. Einen Monat lang war man Geißler. Man durfte nur mitmachen, wenn man genug Geld mitbrachte, wenn man finanziell abgesichert war. Es sollte jetzt nichts sein für Leute, denen langweilig war oder denen die wirtschaftliche Existenz weggebrochen war, sondern es waren ernsthafte, wohlhabende Menschen, die das machten. Man durfte in dieser Geißlerzeit mit Frauen nichts zu tun haben. Es ging nicht darum, irgendwelche Leute zu beeindrucken. Man musste allen Feinden vergeben. Es war also schon eine tief geistliche Bußübung, bei der man sich voll auf Jesus konzentrieren wollte. Man ging barfuß als Zeichen der Buße, man ging in Zweierreihen, jeder hatte so seine eigene Geißel und schlug sich dann während einer Prozession auf den entblößten Oberkörper. Unten war man angezogen, aber oben geißelte man sich und riss sich also Brust und Rücken auf mit seiner eigenen Geißel, bis das Blut so den ganzen Körper hinunterfloss.
Zunächst war es so, dass die Bevölkerung diese Geißler eigentlich ganz beeindruckend fand. Man dachte, wow, das sind also Leute, die nehmen das wirklich sehr ernst mit der Buße. Das sind vielleicht die authentischsten Christen, die es überhaupt gibt. Von der Kirche war man eher relativ enttäuscht, weil da sehr viel Macht und Geld und Standesdünkel inzwischen war. Aber diese Geißler, die hielt man wirklich als, ja, für die besten Christen der damaligen Zeit. Die einzigen, die Gott vielleicht noch wirklich gehorsam waren. Irgendwann kippte das dann allerdings so 1349 schon, als diese Geißlerzüge nämlich teilweise auch gewalttätig wurden und sich vor allem gegen die Juden wandten. Wir werden das gleich noch sehen. Die Geißler waren ein wesentlicher Punkt dabei, dass es jetzt zu Judenpogromen kam. Und dies führte dazu, dass manche Städte sagten, wir wollen die Geißler vielleicht doch nicht so gerne in unserer Stadt haben. Das stiftet nur Unruhe, das gibt Chaos hier, da werden Häuser angezündet und was weiß ich. Und außerdem sind wir uns irgendwie auch langsam unsicher, so nach dem ersten Jahr der Geißlerprozessionen, ob die Geißler wirklich eine Stadt vor der Pest bewahren können. Denn es zeigte sich, dass die Geißler, dass da, wo die Geißler hinkamen, meistens die Pest auch bald da war. Manchmal sogar folgte sie den Geißlern auf dem Fuß. Heute würden wir sagen, die Geißler haben wahrscheinlich den Pestbazillus in viele Städte erst hineingetragen. Und so war man sich je länger, je mehr unsicher, ob das wirklich eine Bewahrung vor der Pest sein könnte oder ob es das Ganze nicht nur noch schlimmer macht, sodass viele Stadtverwaltungen sagten, als eine Geißlerprozession vor dem Stadttor stand, nein, hier bei uns dürft ihr nicht rein. Ja, kommen wir zu dem Thema nochmal ein bisschen ausführlicher, was ich eben schon angedeutet habe, die Verfolgung von Juden. Als man merkte, dass selbst ein Geißlerzug die Pest nicht aufhalten kann, ja, was hieß das dann? Wenn man davon ausging, dass die Pest eine Strafe Gottes ist und Gott sich noch nicht mal durch die radikalste, krasseste Form von Buße erweichen lässt, dann führte das bei vielen dazu, dass man jetzt noch mehr an Gott verzweifelt. Also wenn Gott so hart ist, dass er noch nicht mal so eine Buße annimmt, was muss das dann für ein Gott sein? Außer es gibt einen anderen Grund, weswegen Gott zornig ist. Er ist vielleicht gar nicht über uns zornig, uns Christen, sondern über die Juden. Die sind eigentlich schuld daran, dass Gott Europa jetzt so straft. Die Juden unter uns. Dieser Gedanke breitete sich jetzt in der Pestzeit immer mehr aus. Er war nicht neu. Einen Judenhass gab es schon seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Antisemitismus zieht sich durch die Geschichte. Und die Juden waren in Europa auch schon länger rechtlich ausgegrenzt. Schon seit 1215 hat der Papst Innozenz damals gesagt, also die Juden sind Christusmörder. Sie haben Jesus ans Kreuz gebracht letztlich. Sie sind dafür verantwortlich. Das ist die schlimmste Sünde, die man eigentlich tun kann, den Messias, den Sohn Gottes, zu töten. Und deswegen sind sie verflucht für alle Zeiten. Deswegen müssen sie auch kenntlich gemacht werden als die schlimmsten Sünder. Schon seit diesem 13. Jahrhundert mussten Juden einen bestimmten spitzen Judenhut tragen. Ab dem 7. Jahrhundert musste man sich einen gelben Stoffflicken an die Kleidung machen aus Filz als Erkennungszeichen, dass man Jude ist. Also die Nazis haben sich da einfach Ideen aus dem Mittelalter geholt später. Die Juden waren also schon eine abgegrenzte Gruppe. Sie durften viele Berufe nicht ausüben. Sie waren deshalb größtenteils auf Finanzgeschäfte beschränkt. Und sie boten sich bei jeglicher Form von Katastrophe als eine Art Sündenbock an, wenn irgendwas Schlimmes passiert war in Europa, eine Hungersnot, eine Überschwemmung oder jetzt eine Seuche. Wer ist schuld daran? Wenn wir es nicht sind, dann sind es nur die Komischen, die Fremden. Es sind die Juden. Und
Thomas von Aquin, der größte Theologe des 13. Jahrhunderts, der formulierte das dann auch theologisch aus und er sagte so Sätze wie, dass die Kirche über jüdisches Eigentum verfügen könne, weil die Juden letztlich ihre Sklaven sind. Das war schon die Grundlage, die schon 100 Jahre vorher gelegt wurde und auf dieser Grundlage ging man jetzt im 14. Jahrhundert während dieser Pestzeit gegen die Juden vor und führte grausame Pogrome durch. Diese Pogrome dieser Pestjahre 1348 bis 1351, das waren die schlimmsten Judenverfolgungen der Geschichte bis zum Holocaust. Also bis ins 20. Jahrhundert hinein, für die nächsten 600 Jahre gab es keine schlimmeren Judenverfolgungen als die Verfolgungen jetzt hier in dieser Pestzeit. Viele jüdische Gemeinden wurden gänzlich ausgelöscht in dieser Zeit. Das Witzige war, oder nicht das Witzige, das Seltsame, dass man oft sogar schon vor der Pestzeit anfing, die eigene jüdische Bevölkerung in den Städten anzugreifen und zu dezimieren, weil man der Meinung war, sie sind schuld, dass die Pest sich jetzt ausbreitet. Und man wusste sogar, wie die Juden das machen. Man sagte, sie vergiften die Brunnen und die Quellen. Und dadurch ist also unser Wasser, unser Trinkwasser ist verseucht mit der Pest und dadurch ist das so ein Massenphänomen. Wir alle müssen Wasser trinken und deswegen werden so viele von uns krank, weil die Juden die Pest irgendwie in das Wasser reinbringen. Man folterte viele Juden, bis sie es irgendwie scheinbar zugaben, dass sie irgendwelche Brunnen mit der Pest verseucht haben. Und diese Geständnisse wurden dann weiter kolportiert. Das führte zu massenhaften Aufständen. Man war von dieser Todesangst vor der Pest so in den Bann gezogen, dass man halt jetzt gegen diese Juden vorging. Man war so überzeugt, auch intelligente Menschen, Bischöfe, waren überzeugt, das kommt von den Juden, diese blöde Pest, und deswegen müssen wir jetzt die Juden ausradieren, um von der Pest irgendwie befreit zu werden. Dass wir die Juden überhaupt noch unter uns geduldet haben, diese Christusmörder, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Gott die Pest geschickt hat. Also es war ein totales Durcheinander von irrationalen Beweggründen und weil man die Juden sowieso nicht mochte und sowieso kaum Kontakt mit ihnen hatte und weil man neidisch auf sie war und was weiß ich alles, ging man jetzt gegen die Juden vor, man zerrte sie auf die Straße, man zerstörte ihre Häuser, man zündete sie an. Frauen, Kinder, Männer, alle wurden dahin gemetzelt und die Obrigkeit schaute zu meistens. Es war so eine Massenhysterie, dass auch die Verwaltungen, obwohl sie das nicht toll fanden, meistens nichts dagegen machten. Und ja, wie gesagt, in vielen Städten wurden ganze jüdische Gemeinden ausgerottet. Und da, wie Thomas von Aquin sagte, sowieso die Juden unsere Sklaven sind und der Besitz von ihnen eigentlich uns gehört, konnte man dann, wenn ein Jude getötet worden war, also den Besitz einkassieren. Und so wurden viele Christen in dieser Pestzeit auf einmal sehr reich. Entweder ganz arme Menschen, die dann in ein jüdisches Haus eindrangen und es plünderten und sich ganz viele Wertsachen mitnahmen. Oder eben auch reiche, wohlhabende Leute, die sich dann die Grundstücke und Häuser und Wertgegenstände von getöteten Juden unter den Nagel rissen, auch bis hin zu Königen und so, die dadurch einen realen Besitzzuwachs hatten, dass es jetzt keine Juden mehr gab und dass der Besitz also rein rechtlich sauber, so wie man sich das vorstellte, an uns Christen überging. Der einzige Christ eigentlich, der massiv gegen diese Judenverfolgungen opponierte, war der oberste Christ, der Papst selbst, Papst Clemens VI. Der wohnte damals nicht in Rom, sondern in Avignon. Und der erließ im Jahr 1348 eine Bulle, wo er allen die Exkommunikation angedroht hat, die gegen Juden vorgehen. Also man wurde aus der Kirche offiziell ausgeschlossen, wenn man Juden angriff. In Avignon funktionierte das, dort waren die Juden unbehelligt und durften weiterleben.
Der Rest von Europa scherte sich relativ wenig darum, außer in Italien vielleicht. Da hören wir kaum etwas von Ausschreitungen gegen Juden. Aber im Rest von Europa war es absolut schlimm und am schlimmsten war es tatsächlich in Deutschland. Es gab nur einen weltlichen Herrscher, der gegen die Judenverfolgung opponierte. Das war Herzog Albrecht von Österreich. Er beschützte die Juden. Er sorgte auch dafür, dass in Rom nein, nicht in Rom, sondern in Wien, in seiner Hauptstadt, keine Juden verfolgt wurden. Viele Juden aus Europa flohen deshalb damals nach Wien. In manchen Städten wurde also die Synagoge zerstört, das jüdische Wohnviertel zerstört. Und was machte man dann damit? Man schaffte den Schutt weg und anstelle dieser jüdischen Wohnviertel wurde eine neue Bebauung gemacht. Meistens sogar mit kirchlichen Gebäuden. Man baute eine Kapelle an diesen Ort, wo früher Juden gelebt hatten, aus geistlichen Beweggründen, weil man sagte, wir müssen das sühnen, dass die Juden sich nicht hatten taufen lassen. Und das war ja so ein Greuel für Gott, dass die Juden sich geweigert hatten, Christen zu werden. Und deswegen machen wir als Sühnezeichen, bauen wir jetzt eine große Kirche hierhin, um Gott damit zu beeindrucken, dass er das uns doch verzeiht, was wir zugelassen haben, was die Juden alles für schreckliches Zeug gemacht haben. Also aus heutiger Sicht ganz fatal und dramatisch und tragisch, was da passiert ist. Und in vielen Städten stehen diese Kirchen, die damals auf ehemals jüdischem Grund gebaut worden sind, bis heute. Und sie sind sozusagen, manchmal weiß man es oft gar nicht, aber sie sind eigentlich schweigende Mahnmale eines irrationalen, ja, Ausbruchs von Gewalt von Christen, dessen wir uns heute eigentlich nur schämen können.